So, und willkommen zurück zu Das Erwachen, zu Part Nummer 12. Dieses Mal geht es darum, dass wir einen Auftrag erledigen müssen. Wir sollen wohl eine Besorgung für eine gewisse Lehrerin machen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube irgendwie bei einem Schmied oder so, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil ich mich so oder so erstmal in jedem Haus umsehen werde. Was ich aber leider irgendwie nicht kann, gerade, merke ich. Ich kann mit den Türen nicht interagieren. Was irgendwie ein wenig blöd ist. Also, ich sag mal, wenn man schon nicht in die Häuser rein kann, dann würde ich zumindest schreiben verschlossen oder so. Also das finde ich immer noch besser, als wenn da gar nichts steht dann. Mietz, Mietz! Mietz, Mietz! Mietzi, Mietzi! Mietzi, 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 Mietzi! Nachfragen. Entschuldigung, aber darf man fragen, was ihr da macht? Mein Kätzchen, sie ist heute Morgen aus dem Haus gelaufen und jetzt sitzt meine arme Mietzi auf dem Baum und mag nicht wieder runterkommen. Dabei habe ich schon alles versucht. Einfach von Baum schütteln. Es ist zu verzweifeln. Sie ist doch noch so klein und hat sicher ganz furchtbare Angst. Ich weiß mir einfach nicht mehr zu helfen. Oh, das ist echt bitter. Soll ich helfen? Würdest du das wirklich tun, mein Junge? Ja, wegen Karma und so, ne? Klar, sonst hätte ich nicht gefragt. Aber was könntest du denn tun, was ich nicht auch schon versucht hätte? Naja, ich könnte ja mal versuchen, auf den Baum raufzuklettern und die Kleine von da oben runterzuholen. Ich bin nämlich ziemlich gut im Klettern, müsst ihr wissen. Ah, aber ist das nicht gefährlich? Ivo, mit Beni und Ken bin ich schon ganz oft auf die verschiedensten Bäume geklettert. Ken war nie so wirklich gut, aber Beni und ich waren teilweise bis ganz oben in den Spitzen. Na, wie meinst, ich habe ja auch wirklich keine anderen Ideen mehr. Aber du musst mir versprechen, dass du vorsichtig bist, mein Junge. Klar doch, ich passe schon auf mich und das Kätzchen auf. Gut, dann klettern wir mal. Braves Kätzchen, du musst keine Angst haben. Ich komme einfach nur zu dir nach oben und dann klettern wir weiter zusammen wieder runter. Na komm her, mein kleines. Och, bist du aber eine Süße. Ja, so ist gut. Komm einfach zu Onkel Will auf den Arm. Ja, so ist brav. Und jetzt stecke ich dich vorne in mein Hemd rein. Dann hast du es schön warm, kannst rausgucken und ich habe beide Hände frei. Ihh, das kitzelt. Jetzt schön festhalten und dann geht's wieder nach unten. Sitzt du gut so, dann wollen wir mal. Und schon noch was geschafft. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm. So, bitte, hier ist das der kleine Ausreißer. Du hast es geschafft, du hast es wirklich geschafft. Da ist dir mein Mausischätzchen wieder. Och, mein Kleines, du musst hier ganz furchtbare Angst gehabt haben. Nur gut, dass du jetzt wieder da bist. Dann gibt's gleich erstmal ein großes Schüsselchen Milch. Auf den Schrecken, ja. Und du, mein Junge, ich bin dir so dankbar für das, was du getan hast. Ich habe zwar nicht viel, aber ich möchte, dass du das hier nimmst. 50 Dukaten. Immer her damit. Das kann ich... Doch, das kannst du sehr wohl annehmen, mein Freund. Oh doch, mein Junge. Ja, das meine ich doch. Du hast einer alten Frau und einem kleinen Kätzchen aus einer ganz schrecklichen Lage geholfen. Du kannst und musst das annehmen. Na gut, wenn ihr das so sagt. Oh, Gott sei Dank. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch und dem kleinen Ausreißer einen wunderschönen Tag. Den wünsche ich dir auch, mein Junge. Und Erfahrung. Ja, das hat sich doch sehr gelohnt, auf jeden Fall. Es lohnt sich also doch, hier noch mit dem einen oder anderen NPC wieder zu sprechen. Dann gibt es da wohl doch die eine oder andere kleine Nebenaufgabe noch. Okay, genau, das war die mit dem Brunnen. Mein Kuhköpfen, da hatten sich letztens Würmer eingenistet. Ich dachte schon, ich könnte die alle rausreißen und wegschmeißen. Aber mein Nachbar hatte eine tolle Idee und damit bin ich alle Würmer losgeworden. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt helfen, die Würmer da loszuwerden. Aber da hat sich das wohl schon erledigt. Kann ich denn jetzt hier runterklettern? Nein. Leider nicht. Wie gesagt, ich versuche vollständigkeitshalber trotzdem noch so in alle Häuser reinzukommen. Vielleicht hat sich ja doch was geändert in der Zeit. Ah.
Guten Tag, was darf es denn sein? Ein Apfelkuchen? Ehrlich, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass, sag ich mal, manche Items ein Icon haben und manche gar nichts. Das will ich auf jeden Fall auch noch ändern. Sonst ist das irgendwie so ein bisschen komisch, finde ich. Bisschen seltsam. Aber gut, ist ja eh noch eine Demo, von daher kann sich das ja alles noch ändern. Ja gut, aber wie gesagt, Heilmittel würde ich erstmal nicht kaufen eigentlich. Apropos, wie viel habe ich überhaupt? Achso, da, das geht ja noch. So, dann hier vielleicht. Sehr schön. Diese Musik kommt mir bekannt vor. Wo habe ich die schon mal gehört? Ach ja, natürlich, natürlich. Bei Cosmos, das war doch die Intro-Musik von Lucky Chucky. Genau. Ja gut, dann kann man wohl mit den Verkäufern hier sprechen. Guten Tag, verehrter Kunde, herzlich willkommen im Kleidungsparadies. So, was kaufen wir? Ja, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall machen, dass man für jedes Item noch ein Icon hat, weil, wie gesagt, sonst finde ich das irgendwie ein bisschen seltsam. Weißer Hokuspokus, schwarzer Hokuspokus. Ah, okay, ich verstehe. Ah ja, okay. Das hier ist so ganz gut. So, dann können wir das auch direkt ausrüsten. So, Verteidigung und magische Verteidigung gestiegen. Das ist doch nicht schlecht. Guten Tag und herzlich willkommen, Kleidungsparadise. Achso, ich verkaufe genau dasselbe, alles klar. Hier steht auch... Moment. Also da steht ja auch, was das alles macht und so. Und daneben stehen die Werte, wie die verbessert werden. Aber hier steht irgendwie gar nichts dazu. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das hier irgendwie was bringen würde. Weil zum einen steht hier oben keine Beschreibung der Items. Und hier in dem Kasten, da steht jetzt auch keine Werte oder so. Also damit kann ich jetzt wie gar nichts anfangen hier. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier alles bringen sollte. Ja, muss also auf jeden Fall auch noch gemacht werden. Damit Beschreibung und so weiter. So, dann... Okay, hier können wir jetzt auch rein. Hier ist alles ruhig. Und wie es aussieht, kann ich hier auch mit nichts interagieren. Ne, sieht nicht so aus. Also, ich sag mal so, hier vom Mapping allgemein finde ich die Kirche an sich ja ganz schön, aber was mir schon so ein bisschen aufgefallen ist, die, allgemein hier, also hier ist ja, sag ich mal, die Decke und dann ist hier die Wand und hier auch. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen seltsam gemappt. Ich würde das dann tatsächlich so machen, dass dann einfach das alles hier quasi das Dach ist. Weil ich finde, das sieht dann einfach irgendwie ja normaler aus, weil so sieht das sehr seltsam aus, finde ich, wie das hier gemappt wurde. Das hast du, glaube ich, bei allen Innenräumen so gemacht. Also wie gesagt, ich würde das so machen, dass die Decke dann halt hier quasi voll durchgezogen wird. Finde ich persönlich dann tatsächlich besser auf jeden Fall. So, wo geht's denn hier rein? Gar nicht. Unser Sheriff Phileas hat heute seinen ersten Mal durch die ganze Stube geschmissen, die alte Sau, und gerufen hat er, so einen Dreck tue ich nicht essen, Alte, wo der Bagel die Ausdrücke her hat. Also von mir jedenfalls nicht. Hey, dieser Hund. So.
Ein Laden, der magische Utensilien verkauft, scheint geschlossen zu sein. Alles klar. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Habe ich dann hier schon alles abgegrast? Ne, ich glaube hier noch, ne? Sehr schön. Guten Tag, Bürger. Guten Tag, Bürger. Was kann ich für euch tun? Im Moment eigentlich nichts. Oh, na dann. Da geht's auch nicht rein. Da auch nicht. Gut. Dann haben wir uns hier erstmal, glaube ich, recht gut umgesehen und gehen weiter zum nächsten Stadtviertel. So, Zwischensprecher kann ja nicht schaden. Da geht's nicht rein, okay. Da auch nicht. Aber hier. Tach, was darf's denn sein? So, was habt ihr denn schönes Besteck? Keine Ahnung, was man damit machen kann. Scheiße, aus frischen Blumen, ganz hübsch. Aha. Aber keine Ahnung, was man damit machen kann. Ja, was man machen, das steht hier da. Murmeln. Ja, keine Ahnung. Eigentlich auch nicht so richtig. Keine Information, keine Info. Ja gut, da steht zumindest eine Beschreibung, aber trotzdem weiß ich nicht, was das bringen soll. Vielleicht bringt das später noch was, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall werde ich so erstmal nichts kaufen, so viel ist sicher. Gut. Die Nacht im Kaiserschirm war wieder unvergesslich. Aha, was hast du denn da so getrieben? Diese Betten und diesen Server sucht man in vielen anderen Hotels vergebens. Hier geht's so ins Zimmer, ich sollte doch nicht rumschnüffeln. Ich wünsche einen guten Tag. Wie kann unser Haus euch zu Diensten sein? Wir haben Zimmer in allen Preislagen mit und ohne Frühstück. Ich denke, ich brauche ein Zimmer. Einen schönen Tag noch. Da kann ich wohl nicht rein. Auch da nicht. Auch da nicht. Aber wie gesagt, würde ich da zumindest so, auch hier so schreiben, irgendwie verschlossen oder so. Bei den Türen, wo man zurzeit gar nicht interagieren kann. Darf ich auch nicht so suchen, alles klar. Entschuldige bitte, aber hast du nicht zufällig meine rosa Haarschleife irgendwo gesehen? Nein, leider nicht. Ja, vielleicht finden wir die ja noch irgendwo. Vielleicht vom Eimer oder so. Eines Tages bin ich von einem Rudel wilder Wölfe angefallen worden, aber sie hatten sich mit der falschen Frau angelegt. Vier von ihnen habe ich abgestochen, der fünfte ist mit meinem Auge entkommen. Ich verstehe. Es bedurfte nur eine paar gezielte Streiche mit meiner Klinge und der lag blutend und wimmert an die Boden. Ich ergebe mich, wimmert diese Wirst. Du bist die bessere Mann. Ich habe immer gewusst, dass ich bin die bessere Mann und nur er hätte auch verstanden. Okay, danke für die Information. Okay, da geht's nicht weiter.
Kann ich denn da rein? Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Was? Oh, hallo, was muss das sein? Alarow, ne? Eine Pflanze für magische Tränke. Gegengift, kleiner Heiltrank, mittlerer, okay. Gut zu wissen, dass hier schon die Tränke sind, aber momentan komme ich mir da erstmal nichts von. Gleich morgen soll der Gärtner sich darum kümmern, dass diese gruselige dunkle Tanne neben meinem Haus gefällt wird. Beim Anblick von diesem Ding wird einem ja Angst und Bang. Okay. Da geht's jetzt erstmal nirgendwo weiter. Achso, das ist die. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich hier schon gesehen habe. Ich glaube noch nicht. Okay, geht eh sowieso nirgendwo da rein. Da auch nicht. Das Gefäß heute geschlossen. Götter mit euch, Wetterkunde, was kann ich in meinem bescheidenen Land anbieten? Ja, das Prinzip genau dasselbe, da weiß man auch noch nicht, was das so bringen soll. Hier wiederum schon. Ist aber sowieso für uns erstmal nicht drin, weil das viel zu teuer ist. So. Oh, jetzt bin ich wieder. Na egal, ich wollte sowieso noch verkaufen. Genau. Zum einen kann ich doch... Ich verkaufe... Erstmal... Warte mal. Ja, wie 0 Gold. Also das hier mal wieder so unverschämt hier. Das bringt einfach mal 0 Gold. So. Ja. Das will ich eigentlich nie verkaufen. Alleine schon wegen dem Andenken. Und für 25 Gold ist mir das nicht wert. Aber dass das 0 bringt, das ist irgendwie. Nee. Also zumindest ein bisschen Gold sollte das schon bringen. Weil das ist irgendwie blöd, wenn das irgendwie. Wenn man das für 0 Gold verkaufen kann. Ich kann mich von nichts trennen. Na komm, wir lassen das alles erstmal. Na gut, da war ich ja. Dann habe ich mich erstmal hier Ausbildung gesehen, denke ich. Jetzt hat mein Freund es doch tatsächlich offiziell gemacht. Gestern kam er mit einem großen Strauß roter Hosen an, ist auf die Knie gegangen und hat ganz förmlich um meine Hand angehalten. Vor Freude und Rührung habe ich geweint. Schön für dich, aber ich, oh nein, ach, Gott sei Dank. Da geht's nicht rein, da geht's nicht rein, aber hier. Willkommen in der Bäckerei Roggenmehl, Roggenmehl, was soll ich anbieten? Bananenbrötchen. Was soll ich sagen? Ich kann es mir alles nicht leisten. Gut, die eine oder andere Sache vielleicht schon, aber ich muss ja, ich brauche ja sowieso noch das Gold für. Ist eine Menge Arbeit hier in der Bäckerei, aber dafür gibt es immer richtig gut was zum Essen. Ich verstehe. Also ein bisschen. Oh. Das ist gerade ein bisschen komisch, dass er hier durch kann, aber ich nicht. Das ist interessant.
Ich kann hier leider nicht passieren. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ich vermute mal nein. Ist ja wahrscheinlich ein Fehler. Als ich meine Kätzchen Milchchen gestellt habe, hat es mir über die Hand und die Finger geleckt. Das fühlt sich so witzig an mit dieser rauen Zunge. Ich liebe dieses niedliche Tierchen. Ich blöder Dussel, wäre ich doch gestern bloß zum Kleidungsparadies gegangen. Als ich heute Morgen hin wollte, kam mir meine Nachbarin schon von dort aus entgegen und dieses Kleid, das sie gekauft, da fehlt ein T, hatte, war wundervoll. Es passte perfekt zu meinen Augen, aber das kann ich jetzt, wo sie es hat, natürlich vergessen. Das ist natürlich tragisch, sowas. Ich hoffe, die Investition hat sich gelohnt. War gerade noch rechtzeitig, bevor die Konkurrenz auf die Idee gekommen ist. Jetzt muss ich abwarten. Gut, dann mach das mal. So, dann, ich glaube, da geht's nirgendwo hin. Genau. Genau, hier wollte ich noch nachschauen. Meine Mama verkauft die besten Waffen weit und breit. Dann wollen wir uns nochmal davon überzeugen. Guten Tag, kann ich den Herrn für unsere vorzüglichen Waffen und Rüstungen begeistern? Guten Tag, ich würde gerne einkaufen. Das Eingriff plus 1, okay. Plus 6. Ein Bastardschwert. Das. Okay, das ist interessant. Weil. Weil hier oben steht halt plus 14 und hier steht irgendwie gar nichts. Das ist interessant. Und da steht, ist genau dasselbe wie mit dem Wasserschwert, das verstehe ich nicht so richtig. Also ich vermute mal, diese Waffe ist ja nicht für Will gedacht. Aber sicher bin ich mir eben nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Okay, das ist für ihn wohl auch nicht gedacht, hier alles. Aber würde uns sowieso nichts bringen, wie es aussieht. Das wäre natürlich gut, das wäre noch besser, aber wie gesagt, ich kaufe mir erstmal soweit nichts. Dann das Türschloss abholen. Türschloss? Was denn für ein Türschloss? Magister Ayim Watt hat das bestellt. Ach so, dann willst du bestimmt zu meinem Schwager. Der ist nämlich Schmied hier in Goldenburg. Seine Schmiede liegt direkt nördlich von meinem Laden. Oh, dann entschuldige ich bitte die Verwechslung. Macht ja nichts. Vielleicht kann ich ja trotzdem für deine Waren, dich für deine Waren begeistern. Schmiede. Da sind wir wohl hier. Oh nein, nicht die schon wieder. Aua! Du Trottel. Selber. Ich hab mich wohl ver. Nein, bitte nicht. Du schon wieder? Sag mal, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, als vor Türen rumzustehen und irgendwelche Leute umzurennen? Also. Boah, sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Nervensäge. Und komm mir ja nie wieder in die Quere. Lass sie einfach links liegen, Boy. Hallo? 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 Hey Mann, ich hab nicht die ganze Tagzeit. Ja bitte? Ich komme im Auftrag von Magistra Ayim Vata. Sie sagt, sie hätte bei euch ein Türschloss bestellt. Oh ja, das stimmt. Es ist auch fertig. Möchtest du es direkt mitnehmen? Klar, darum bin ich hier.
Ja, klingt logisch. Das macht dann 180 Dukaten. Meine Güte, bin ich froh, dass ich nichts gekauft habe. In Ordnung, hier ist das Geld. 180 Dukaten abgegeben. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt doch was gekauft hätte, dann hätte ich doch theoretisch hier gar nicht weiterkommen können, oder? Oder, also nicht, dass das dann irgendwie, nicht, dass es dann da irgendwie nicht weitergehen würde. Herzlichen Dank. Und hier ist das Türschloss. Ich darf anmerken, dass es mit außerordentlich gut dass es mir außerordentlich gut gelungen ist. Türschloss erhalten. Dankeschön, da wird sie sich freuen. Na, das hoffe ich doch. So, dann muss ich auch weiterarbeiten. Dir noch einen schönen Tag. Was will der denn noch? Okay, der sagt dann einfach wieder so, hallo? Naja. Okay. Da kannst du sagen, was du willst. Es stimmt trotzdem, die Baumwollernte war vor 15 Jahren auf einem geradezu historischen Tiefpunkt. Ach was. Ist doch Blödsinn. Vor 15 Jahren war die Ernte echt gut. Das weiß ich noch wie heute. Als ob du da überhaupt schon geboren warst. Ja gut, ich weiß es halt nicht so direkt aus eigener Erfahrung, aber meine Eltern schwärmen noch heute von dem Jahr. Du bringst halt definitiv was durcheinander, Jacinto. Von dem Jahr schwärmen deine Eltern ganz besonders nicht, denn das war ein echt schlechtes Jahr. Nein, das. Aber ihr sagt doch auch mal was. Stimmt. Deine Eltern haben doch auch Baumwollplantagen. Was sagst du denn dazu? Der sagt bestimmt extra nichts, weil er weiß, dass wir Recht haben und er Jacinto nicht in den Rücken fallen will. Adario? Jacinto hat recht. Die Ernte vor 15 Jahren war wirklich ausgesprochen gut, aber die Ernte vor 17 Jahren war geradezu katastrophal. Seht ihr, Mädels? Aber das ist doch völliger Blödsinn. Ich habe das doch gelesen und sowas merke ich mir. Und wir wissen alle, Fiorella ist manchmal ein wenig tollpatschig. Ich glaube, tollpatschig schreibt man mit 2 L. Und verlegt dauernd irgendwelche Dinge, aber ein gutes Gedächtnis hat sie. Hey! Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie in diesem Punkt falsch liegt. Vor 15 Jahren hatten wir eine gute Ernte. Adario, das stimmt einfach nicht. Mein Vater ist Buchhalter und meine Mutter sitzt in der Verwaltung. Darum haben wir das große Erntebuch bei uns zu Hause, in dem sowas ganz genau aufgeführt ist. Und dieses Buch habe ich immer gelesen, als ich noch jünger war. Oh Mann, muss ja eine echt spannende Lektüre gewesen sein. Das große Erntebuch habe ich dabei. Das kann ich eben holen und dann schlagen wir nach. So ein Buch hast du dabei? Klar. Jetzt wird mir auch langsam klar, warum dein Rucksack so scheißen schwer war. Meine Eltern hätten mich getötet, wenn ich das zu Hause gelassen hätte. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, das glaube ich dir sogar. Jacinto. Naja, aber schräg sind deine Eltern schon. Ist doch super, wenn er da das Buch dabei hat. Dann holt er es eben, anschließend können wir euch Jungs beweisen, dass wir recht hatten. Warum wetten wir? Die Verlierer tragen eine Woche lang die Schulbücher der Gewinner. Ja, das klingt gut. Einverstanden. Tja, Mädels, dann krempelt schon mal die Ärmel hoch. Dann werde ich mal das Buch und es legt in unserem Zimmer. Ja, genau, jetzt kann ich das Menü wieder nicht aufrufen. Oh. Ist das etwa Super Mario? Ach je, ach je. Was für eine Schlamassel. Und das ausgerechnet heute. Ich habe auch, aber auch wirklich nur Pech. Entschuldigung, aber darf ich fragen, was euch passiert ist? Was? Oh, meine Tasche ist mir runtergefallen und nun liegt alles kreuz und quer auf dem Boden. Oh, ich sehe schon. Wer seid ihr eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich habe euch noch nie hier gesehen. Oh, also doch nicht Super Mario. Ja gut, dann kann ich mir den Akzent auch sparen. ich bin Urima. Ich bin einer der Akademie-Diener hier. Hausmeister würde es auch wohl treffen. Ich kümmere mich um praktisch sämtliche Reparaturen, die hier so anfallen und die nicht auf magischem Wege durchgeführt werden. Und ausgerechnet heute kommt wieder alles auf einmal. Vielleicht soll ich noch bei Magistrat im Watt ein Türschloss einbauen und dann muss ich schon rüber zur Kriegerakademie. Die haben da wohl irgendein Pilzproblem in der Brunnenanlage. Dass ich oben drei nicht auch noch entführte Prinzessinnen rette, ist auch alles. Okay, das ist sicher eine Anspielung auf Super Mario. Ihr habt offenbar einen ziemlich straffen Zeitplan. Hilfe von Ihnen? Ich könnte euch dabei helfen, eure Sachen einzusammeln, dann geht es schneller.
Das würdest du machen? Das ist aber sehr lieb von der Junge. Es müssten 6 Teile sein, die noch fehlen. Den Rest habe ich schon. Ja, hier ist noch eins. Dann ist hier noch eins. Okay, hier ist nichts. Ah, da sehe ich noch was. Und hier, glaube ich. 4 haben wir schon mal. 5. Und 6. Ich denke, das sind die. Das müsste alles gewesen sein. Ja, es sieht ganz nach aus. Hervorragend, mein Junge, hervorragend. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Das ist schon in Ordnung, es war keine Mühe. Ich habe leider gar nichts, was ich dir geben. Ich habe es auch nicht wegen einer Belohnung getan, sondern einfach, weil es richtig war. Das wird man mal seltener. Also, wenn ich mal irgendwann was für dich tun kann, du kannst auf mich zählen. Dankeschön. Gut, immerhin Erfahrung. Okay, okay, was musste ich gleich noch alles erledigen von der Gruppe? Gut. So, jetzt wo ich das erledigt habe, weiß ich aber nicht, was ich sonst noch machen sollte. Was jetzt meine eigentliche Aufgabe war. Einfach überall umsehen. Kann ja nicht schaden. Ach, ich weiß schon wieder. Ich glaube, es ging ja jetzt darum, das Buch da irgendwie aus dem Regal zu nehmen, meine ich. In diesem Regal muss das große Erntebuch stehen. Als wir das Zimmer hier bezogen haben, war noch kein Platz. Ich habe es hier hineingestellt. Wo ist es denn? Ah, da ist es ja. Jetzt kann ich dem Mädchen beweisen, dass Jacinto und ich recht hatten. Bin gespannt, wie die beiden reagieren. Hallo Katzenjunge. Och nö. Was wollt ihr hier? Das war eine nette Ansprache heute Morgen Frühstück. Was hast du doch gleich gesagt? Ach ja, Sklaverei ist ein riesiger Haufen dampfender Pferdemist. Das war es wohl, nicht wahr, Gilbert? Das war es wohl. Oh, bitte nicht schon wieder. Ich mach, dass ihr hier rauskommt. Hörst du das, Gilbert? Der Sklavenhalter glaubt, er kann mit uns verfahren wie mit seinen... Ja, muss ich wieder das Wort ersetzen. Säcken. Mit seinen Säcken. Du denkst also immer noch, du wärst was Besseres als der alte Adel? Hä? Nein, bitte, geht. Ach, schau mal einer an. Das sind ja mit einem Mal ganz andere Töne. Jetzt bittet er uns, aber auch bitten muss gelernt sein. Auf die Knie mit dir, Katzenjunge. Auf die Knie und bitte mich. Auf die Knie! Ja, sehr sympathischer Zeitgenosse. Okay, jetzt sind wir wieder mit ihm unterwegs. Aber ich schlage vor, ich werde den Part an der Stelle dann auch erstmal wieder beenden. Und weiter wird es dann gehen mit Part Nummer 13. Bis dahin, macht's gut, euer Bärenbruder.